Hey, willkommen zur mittlerweile 12. Ausgabe von FutureNet. Und die treuen Zuschauer und Zusehenden unter euch, die werden sich daran erinnern, dass ich in der letzten Folge doch sehr frustriert die Segel gestrichen habe. Und was soll ich sagen? Die Frustration ist nicht gewichen. Sie ist stattdessen manifestiert in meinem Herzen. Das liegt daran, dass ich das Problem nicht lösen konnte. Diese Super Gameco-Geschichte stellt sich als zumindest im Moment noch unüberwindbares Hindernis dar. Ich werde darüber aber noch ausführlicher berichten. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Folge noch mache oder in der nächsten. Aber in dieser Folge wird auf jeden Fall eine Sache erledigt, und zwar werde ich ein fehlendes Puzzleteil, das ich tatsächlich noch legen kann, tatsächlich auch noch legen, damit ihr auch seht, dass im Prinzip uns nur noch ein kleines Stückchen, ein kleiner Bug vom Ende des Spiels abhält. Und zwar erinnert euch daran, dass ich ja nicht nur diese Mikaela Cholom-Delay ausfindig machen muss, und ich habe sie ausfindig gemacht, aber ich komme nicht weiter, sondern ja auch Victoria Cohn. Und, ups, das wollte ich jetzt nicht. Victoria Cohn ist diese Person in diesem goldenen Avatar, die sich im Ritz befindet. Und im Ritz war ich ja schon, und da habe ich dann ja festgestellt, dass die mich entweder nicht erkennt oder mich nicht erkennen möchte oder nicht alleine mit mir reden kann, weil ihr Bruder die ganze Zeit da rumhängt. Und ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal wieder ins Ritz rein und werde euch erzählen, dass ich jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten 20, 30 Minuten, vielleicht waren es auch weniger, aber gefühlt hat sich das so lang angefühlt, ja. Habe ich hier dieses Ritz im Prinzip schon fast durchgespielt, glaube ich. Also durchgespielt bedeutet, dass ich diesen Smalltalk-Simulator bewältigt habe. Das ist das Ritz nämlich. Also wir haben ja schon festgestellt, dass das Spiel sich Gedanken gemacht hat, dass jedes dieser Protokolle ja eine andere Form von Spiel oder von Witzen mit sich bringt. Und in diesem Fall ist es eben Smalltalk. Das heißt, all diese 8 Bereiche oder Separés beinhalten ja ein anderes Pärchen. Unter Punkt 5 verbirgt sich ja Victoria mit ihrem Roger. Und ja, man muss mit all diesen Paaren reden, durch diese ganzen Dialoge sich durchfressen. Und ihr wisst ja, dass ich die nicht wegklicken kann und mir die immer wieder komplett reinziehen muss. Das ist sehr anstrengend und auch echt nicht so der Mega-Spaß. Es ist halt teilweise auch wirklich gut geschrieben, aber dann sind es wieder die schlechten Synchronsprecher und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auf jeden Fall, glaube ich, fast alles geschafft. Also es dürfte so gut wie durch sein. Man muss halt immer dann so lange sich durchklicken, bis man irgendeine neue Info hat. Dann muss man zum anderen Paar gehen und dann kann man durch diese Info wieder neue freischalten und bla 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 bla. Das ist aber alles jetzt nicht ganz so transparent, finde ich, sondern relativ verschwurbelt und irgendwie nervig. Ja, und jetzt bin ich so weit, dass ich weiß, dass es so eine Art neuen Club gibt neben dem Ritz, und dieser Club nennt sich das Plaza. Und mit dieser Info gehe ich jetzt zu diesem Pärchen. Ich schätze, sie fanden alles zu ihrer Zufriedenheit. Wir mögen es, die Leute fröhlich zu stimmen, damit wir sie dazu bewegen können, hier zu bleiben. So, ne, die habe ich davor schon mal ein bisschen breit getreten, und die frage ich jetzt nach einem anderen sie Club. Sie haben es noch nicht mitbekommen. Oh, Entschuldigung. So, und da kann ich Sie jetzt eben ganz konkret auf das Plaza ansprechen. Dann haben Sie es mitbekommen. Was denken Sie? Ich mag die Idee. Ich glaube, es musste passieren. Irgendjemand versucht es immer gleich zu tun. Es ist das Gesetz des Marktes, denke ich. Nur die Zeit wird zeigen, ob es genug Platz für 2 Clubs gibt. Tja. Also im Prinzip ist das auch eine riesige Arschkriecher-Simulation. Ich muss natürlich immer irgendwas sagen, was denen vielleicht gefällt. Nun Schatz, es gibt mehr im Netz als die Clubs. Du hast recht, Liebchen. Ich denke da an die Kultur. Wie die Cyber-Art-Expo? Präzise. Ah. Ich liebe die Cyber-Art-Expo. Sie hätten sonst nichts davon erfahren, stimmt's? Ja, das ist gut. Über diese Cyber-Art-Expo habe ich halt mit irgendjemand anderem hier schon geredet, und die Person hat mir halt erzählt, dass da dieser Ahmed Tütü seine Werke ausstellt. Deswegen kann ich jetzt diese Info hier wiederum anbringen. Hätte ich die jetzt nicht gehabt, hätte ich jetzt an dieser Stelle dieses Gespräch halt beendet, müsste dann rumlaufen, bis ich die Info habe, wieder hingehen, den ganzen Dialog nochmal durchgehen und dann diese Zeile hier anklicken. Das ist echt meine Güte. Wirklich?
Ich hörte ein Gerücht, dass Tutu auf der CyberArt Expo ausstellt. Aber jetzt ist das eine todsichere Sache. Wirklich? Nicht einmal 1000 Pferde könnten mich jetzt davon abhalten. Na, schaut, ich weiß auch, dass es Salomes Mond heißt, mit Deppen-Apostroph. Der ist wichtig in der Stelle. Wir müssen Jasmin und Sultan Windalo über die Ausstellung informieren. Jasmin ist eine große Bewunderin von Tutus Arbeit. Kann sich Jasmin überhaupt einloggen? Ich dachte, dass der Doktor ihr erzählt hat, sie würde eine Neuralverbindungsinfektion bekommen. Du hast recht. Es ist eine Schande. Das Ding, das uns ins FutureNet bringt, bringt uns genauso Infektionen. Diese Info habe ich irgendwo hier rechts auch erhalten. Es gibt nämlich kabellose Ports mittlerweile. Ein kabelloser Port? Ja. Das ist fantastisch. Ich werde es Sie wissen lassen. Weißt du, Oi? Unser Freund war sehr hilfreich. Du hast recht, Schatz. Für all Ihre Hilfe werde ich Ihnen helfen, hiermit fertig zu werden. Wenn Sie Victoria Cohn, ein Mitglied des Eigentümerclubs, zum ersten Mal treffen, erwähnen Sie Ihre Rede bei der Eröffnungszeremonie des FutureNet. Sie liebt das. Wenn Sie das erwähnen, werden Sie bei ihr ein Stein im Brett haben. Du hast genug gesagt, Schatz. Wollen wir jetzt wieder tanzen gehen? Oh, natürlich, Pavel. Es war wundervoll, mit Ihnen zu sprechen. Und denken Sie daran, Victorias Rede bei der FutureNet-Eröffnungszeremonie zu erwähnen. Sie werden schneller als das Licht zu Ihren bevorzugten Leuten gehören. Ja, das ist doch schon mal praktisch. Dann springe ich jetzt erstmal hier oben hin und vielleicht können wir jetzt der Victoria davon überzeugen, mit uns allein zu sein, indem ich diese Rede erwähne. Sie sind zurück. Worüber haben wir gerade noch geredet? Die Cohn-Familie. Das ist richtig. Ich erzählte gerade darüber, dass die Cohn-Familie bei der Eröffnungszeremonie des FutureNet dabei war. Ah, und da hat Victoria eine Rede gehalten. Sehr schön. Man merkt, dass man Geschichte ist. Ich denke da an die Rede. Eine krönende Leistung meines Lebens. Ich war eine der führenden Investoren der FutureNet Corporation. Wegen meiner Verbindungen war ich in der Lage, das FutureNet zu testen. Das war eine Menge Spaß, oder Victoria? Erinnerst du dich an den Raum? Als das FutureNet getestet wurde, lockten sich die User in diese entlegene Seite ein, genannt der Raum. Wenn sie sich eingeloggt hatten, erhielten sie ihren Avatar und konnten dann die FutureNet-Umgebung betreten. Dass es danach Nüssen gerochen hat, habe ich von einem hier unten erfahren. Das hat sie mir erzählt, nachdem ich ihr geholfen habe mit ihrem Kopfschmerzproblem oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Genau, also dieser Raum, den man sich zum ersten Mal einloggte, da hat es nach gerösteten Nüssen gerochen. Ja, es tat. Wie konnten Sie davon erfahren? Sie wollten eigentlich ein Geheimnis daraus machen. Ein anfänglicher Fehler ist ein Fehler sondergleichen. Glücklicherweise wurde es vom Nachrichtenservice ferngehalten. Das hätte ein Desaster gegeben. Das ist natürlich seltsam. Richtig. Ich glaube, dass man dafür Beta-Tests benötigt. Aber das ist nur einer der Vorteile, wenn man Einfluss hat. Wir machen Dinge, wovon die Massen nur träumen. Aber wenn Sie genauer hinschauen, merken Sie, dass die Cohn-Familie wirklich an das glaubt, was das FutureNet macht. Und im Gegenzug hatten wir unseren Beitrag zum FutureNet geleistet. Nicht nur hier im Ritz, sondern auch an anderen Orten. Ich wette, Sie wussten nicht, dass das FutureNet-Denkmal von einem Cohn entworfen wurde. Nee. Es ist wahr. Roger, ein Anruf vom Wohltätigkeitsverband. Wir müssen gehen. Aber gehen Sie raus und mischen Sie sich unter die Leute. Es ist eine Party. Tja, das heißt, uns fehlt jetzt noch irgendeine Info zu diesem Memorial. Bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal hier anzufangen? Es ist schön, Sie wiederzusehen. Schau, Cliff, es ist unser neuer Freund. Ja, gut, Sie wiederzusehen. Hallo, da bin ich wieder. Wie finden Sie unseren kleinen Club? Das ist ein neuer Gesprächs-, also neuer Dialog-Branch. Das finde ich gerade ganz gut. Der Club ist nicht das, was ich erwartet habe. Nein. Ich denke, jedem das Seine. Haben Sie irgendein Geklatsche mitbekommen? Die Gesprächsglitzer-Dinger, die passen nicht. Die wechseln immer. Gut, das ist doch schön. Jetzt kann ich ihr vielleicht ein bisschen Klatsch mitteilen. Haben Sie irgendetwas über Anastasia Karpov gehört? Oh ja. Die hat eine Affäre mit einem Anton oder so, Anton Stu. Wirklich? Ich wusste, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Sie war in letzter Zeit ziemlich seltsam. Ich will sie nicht beschuldigen. Ihr Mann vernachlässigt sie.
Ich muss Ihnen anvertrauen, dass Sie sehr gut Informationen beschaffen können. Keiner hat mir jemals irgendetwas erzählt, da alle denken, ich könnte Geheimnisse nicht für mich behalten. Das ist natürlich, ich verstehe das, ja. Das wirst du sicherlich tun. Es ist Ihr erster Tag im Club und Sie bekommen schon alle Art an Informationen von den Leuten. Wenn Sie mir jetzt nur sagen könnten, warum Sapna Whitehead ständig in Ärger verwickelt wird. Die hackt. Die hackt. Oh Mann, kein Wunder, dass Ihre Eltern nicht über Sie reden wollten. Sie muss Ihren Vater in alle Arten Unannehmlichkeiten gebracht haben. Aber wer sind wir, dass wir urteilen dürfen? Wir haben alle Fehler. Sogar die Cones, sie haben einen Bruder, Rupert. Er war ein brillanter Künstler, wirklich talentiert. Er entwarf das FutureNet-Denkmal. Eines Tages wollte er nicht aus seinem Raum kommen. Er sagte etwas über Kreaturen, genannt Yogg-Tiyoth. Seit dieser Zeit ist er nicht aus seinem Raum gekommen. Das ist wirklich tragisch. Mein Schatz, das ist genug. Wir müssen über dich und dein Geklatsche reden. Würden Sie uns entschuldigen? Danke, Schatz. Denn durch dich habe ich jetzt, glaube ich, die Info, die mir fehlte. Rupert heißt der Bruder. Wir wirklich herum. Ja, fast wie die Cones. Wir sind überall im Netz. Wussten Sie, dass ein Mitglied der Cone-Familie das FutureNet-Denkmal entworfen hat? Ja, das war Ihr Bruder Rupert. Ja, es ist eine Schande mit Rupert. Er ist sehr talentiert. Unglücklicherweise hatte er seine Probleme. Oh, nein. Roger, das ist schon wieder der Wohltätigkeitsverband. Könntest du das diesmal ohne mich machen? Yes. Ich ertrage nicht noch eine Geschichte über die Ursprünge der Zivilisation. Natürlich, Vicky. Ich werde das übernehmen. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin der Kurier, Vicky. Wovon reden Sie? Jetzt hau ich alles raus. Sie sind der Kurier, das ist sonderbar. Aber wenn Sie von Ellie geschickt wurden, werde ich Ihnen meinen Teil des Protokolls geben. Warten Sie. Also, was hat Sie so lange aufgehalten? Ich arbeite so schnell, wie ich kann, hallo? Gab Ihnen Ellie nicht den Pass und das Passwort, um vom Türsteher direkt zu mir gebracht zu werden? Ich glaube, langsam wird es doch relativ offensichtlich, dass Ellie nicht mehr Ellie ist oder umgedreht wurde oder wirklich ersetzt wurde. Das ist verrückt. Wir waren zusammen auf der Schule. Wir gingen zusammen in die Kirche. Ellie kennt mich so gut, wie ich mich selbst. Sie sollte Ihnen den Eintrittspass geben. Sie sollten ihm ein Passwort nennen. Darum habe ich sie nicht erkannt. Ellie hat davon nichts gesagt, oder? Schauen Sie, ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben, aber so hätte Ellie das niemals geplant. Ich muss zurück. Aber seien Sie vorsichtig. Diese ganze Sache stinkt. Wer weiß, was passieren kann, wenn Ellie uns verraten hat. Wahnsinn, okay. Ja, was können wir jetzt schon mal als Fazit ziehen? Ich denke, es ist bestätigt, dass Ellie nicht mehr Ellie ist und dass wir hier gerade einen Plan umsetzen, der von Ellie zwar geplant wurde, aber der von dem Feind wahrscheinlich durchschaut und jetzt zu seinen Gunsten genutzt wird. Wir sehen auch, dass wir jetzt 5 Protokolle haben und dass aber eigentlich das 6. Protokoll, also das Protokoll Nummer 4 in dem Fall, weil das von Ellie ist ja das Nuller, das von Michaela ist. Das heißt, von der Reihenfolge her ist wahrscheinlich angedacht gewesen, dass man zuerst Michaela macht. So wie man auch zuerst Björn gemacht hat und dann erst Isabella. Also das könnte man sich ja frei aussuchen, aber ja, das heißt also auch, dass wirklich nichts, was wir jetzt hier getan haben, uns dabei helfen wird, das Super Game Coding zu schaffen, denn das konnte man ja offensichtlich auch schon vorher schaffen. Gut, ja, jetzt haben wir das aber immerhin geschafft. Wir haben also 5/6 der Protokolle durch und damit beenden wir jetzt diese Folge. Und ja, ich denke, dass ich so oder so noch eine Folge mindestens machen werde, in der ich so viel Abschluss biete, wie ich es eben bieten kann, um auch selber halbwegs ruhigen Gewissens FutureNet dann doch für immer beiseite zu legen. Tja, ich hoffe, das Ende ist nicht ganz so ein Downer wie beim letzten Mal und verabschiede euch nun in die hoffentlich geruhsame, erholsame und traumreiche Nacht.